Hallo wieder mal bei Shakes and Fidget mit dem Maru. So, wie geht jetzt irgendwie getan? Falls ihr mitmachen wollt, wie immer, der Link in der Videobeschreibung. Aber erstmal der letzte Gegenkampf. Leider sind die etwas schwächer, deswegen. Lassen wir die mal kaputt gemacht werden. Aber sie waren nur ein Rang unter uns, das heißt, der Kampf war für uns doch fair. Und der Juggernaut. Nicht, weil ich ihn eingeladen habe. Okay. Hallo, Blood Vegans hier. Ah. Keine Chance für die Gegner. Ach, Gnome 147. Der ein Ork ist. Der hat noch gute Damage. Kentalion. Wirklich, das ist nicht mein, weil sie hat sich viel getan. Gelbin. Ah, Kriegerkampf. Den überspringen wir mal. Yay! Noch ein Kriegerkampf. Yay! Okay, der soll jetzt gleich vorbei sein. Punk. Freaky! Noch ein Krieger. Hat geschafft. So, Thales, der war nicht da. Freaky? Come on. Na, schade. Pizza, das Pokémon. Hat leider nicht geschafft. Sweet Angel. Hat geschafft. Pokémon oder Castix, dem Magier. Genau. Easy. GG, easy, WG. Mob Noob. Oh, nice. Triple Kill. Prince of Brain. Hat geschafft. Den Seelensammler macht mal gut Damage. Kommt ein Crit. Yeah. Polo, haben wir einen Krieger. Kriegt keinen Schaden, aber haut rein. Okay, kriegt doch Schaden vom Herrn Tisch. Autsch. Der crittet aber richtig. Oh, das ist ein Kutter. Jasmine, 10 und 12. Kaputt. Der Ork sieht ein bisschen seltsam aus. Oh, netter Crit. Full Power. Mit einer Full Damage. Unser Magier. Fescht. Lord Kalbox. Der hat gut den Teufelsritter gemacht. Oh, Flo 28475. Voll weggekrittet. Na, die X3. Punk. 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 Ja. Ah, noch zwei Schüsse. Das könnte knapp werden. Ja, gut. Okay, Partyfratze macht mir weg. Karl-Heinz. Gut. Was soll ich noch erzählen? Also, es gibt ein paar Neuerungen mit Shakes and Fidget. Und zwar einmal kommt dieses, du kriegst einen Pilz für Werbung, ging jetzt auch mal vorbeigeflogen, wenn ihr in der Taverne seid und Quests macht. So, um euch zu sagen, ey, ihr habt gerade eine Werbung offen, die ihr machen könnt, hier holt ihr doch mal einen Pilz ab. Finde ich ganz okay, weil wenn man eher wartet auf irgendwas, kann man da auch lieber die Werbung laufen lassen. Muss man aber für sich selbst wissen. Das andere ist, im Zauberland, das zeige ich euch gleich, da gibt es jetzt die Hexe. Die zieht den Leuten Verzauber... Damage. Jetzt kommt der einzige Hohe von ihnen. Was kommt für ein Charming Damage. Animanu Teil 2. Geht kaputt. Komm ich dran? Oh, ich krieg auch nur einen Schaden raus. Yay, und tschüss. Green Lantern. Wer macht das jetzt? Na, trifft ihn nicht.
Da gibt es ein ganzes Server-Event, auf der sozusagen. Da können alle ihre. Ja, ich will irgendwas haben, zum Beispiel Schuhe oder Hosen oder Schmuck. Das muss man in ihren Kessel schmeißen und wenn das dann genug Leute gemacht haben, also wir sind. Das ist seit 5 oder 6 Tagen aktiv, wir sind bei 4%, also das dauert schon ein bisschen. Dann kriegt jeder eine super krasse Rolle. Ah, jetzt kommen unsere High-Level ran. Auch wenn der Typ erstmal draußen mehr Leben hat als unsere. Betrifft aber nicht den Green Lantern, den Goldmeister. Den Pilzmeister, nee, den Pilz. Pilz und Goldmeister. Ja, auch nicht. Bonk. Ja, gucken wir mal, ob es schafft. Ja, easy, GG. Oh, da sind wir Rang 73. Huhu. So, falls du es noch liest, Russia Dima, du bist noch auf der Warteliste, du hast einfach nicht angenommen. Da haben wir einfach jemand anderen eingeladen. So lange muss man nicht warten. Dann zeige ich euch erstmal den Zauberladen. Und zwar, falls ihr es nicht gefunden habt, da. Kommen wir zur Hexe. Hier ist ein bisschen. Das ist eine nette Hexe. Heute möchte sie einen Brustpanzer haben. Und es lohnt sich wirklich zu gucken. Okay, das ist jetzt für PC, lohnt sich natürlich nicht. Dann machen wir, was kaufen kann, Brustpanzer oder ob man hier einen kriegt. Ist angeflogen, Flimmerkiste zum Zeigen? Nee, schade. So. Dass man das ja mitnimmt, weil. Wie viel haben wir denn nachgeschaut? 4%, glaube ich, ne? Ja, 4,0% ist seit 6 Tagen aktiv. Das Problem ist halt, wenn Leute denken, auch muss ich nicht machen, machen die anderen schon, dann dauert es halt länger. Ich meine, da kriegt keiner was davon. Auch nicht so schön. Dungeons bin ich leider nicht viel weiter gekommen. Die sind alle zu stark. Killen mich zu schnell. Seht ihr? Keine Chance. Ehre habe ich 11.535. Ich bin damit von meinem Levelbereich her ganz gut unterwegs, von meinen Leuten, gegen die Leute, die da sonst rumstehen. So, meine Equipment, seht ihr, hat sich nicht viel verändert. Hab immer noch einen Ninja-Gürtel, auch wenn das eine höhere Stufe ist. Mein Stab ist stärker geworden, immerhin, ne? Und wie ihr seht, ich habe einen Geschicklichkeitstrank, weil ich einfach aufs Verrecken keinen Glückstrank kriege. Oh, Trickster. Unser neuer Trickster, er hat sich kurz verabschiedet, um sich dick hochzuleveln. Er ist schon 115. Golfbälle aller Länder vereinigt euch, nieder mit den Schlägern und ihrem brutalen Gewerbe. Stolzes Mitglied der Golfball-Befragungsarmee. Immer noch den silbernen Löffel. Dann unser neues Mitglied, Kulta, der kam gleich mit von drüben mit Dings da. Mit Dings da, mit Trickster. Gilde von Maru. Wir suchen noch Fans, die zocken wollen. Er zockt Smite, Warface, War Thunder, Airmake, Call of Duty, Modern Warfare 1, GTA San Andreas und Team Fortress 2. Falls er Server 30 spielt, da ist er Chucky. Lev ist immer noch Premium-Gilde. Der sagt, er will nicht abgeworben werden. Juhu. Und er sagt, wir sollen zu unserer dunkelsten Gilde kommen. Hier gibt's auch Pilze. Na, es gibt hier keine Pilze. Willst du das irgendwas sagen damit? Animano 2. Der zweite. Also, Avalanche-Nox. Jeder Mensch macht Fehler, aber nur die Person, die einen richtig liebt, verzeiht jeden von ihnen, weil sie den Menschen nicht verlieren will. Von Effacinate. Prince Charming? Jede hinreichend mächtige, rekursiv aufzählbare formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Green Lantern, denn. Das hat er schon. Soll ich trotzdem noch vorlesen? Na klar. In white days, in darkest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lanterns light. Hat wahrscheinlich falsch geschrieben. Falsch ausgesprochen. Aber egal. Roma, er möchte gerne uns wie. Ob wir mit Leuten wie ihm, natürlich. Hab zwar derzeit wenig Tech gehabt, aber ich werde immer mal ein LOL online sein. Fragt einfach mal, wenn ich online bin. Vielleicht habe ich ja Lust drauf. Einfach mal anschreiben. Mehr als nein sagen kann ich ja auch nicht, ne? Ob wir beim nächsten Mal einen Way to Gold oder Ranglistenspiel holen, wir haben es vor. Ich habe es immer vor, aber ob wir es dann machen, ist immer die andere Frage. Hier fehlt übrigens ein Reittier. Holt ihr mal ein neues? Otwin. Bisschen weniger dran, aber ist immer noch dabei.
Und dein Bart habe ich sofort bemerkt, aber er hat die Haare schön, das habe ich natürlich übersehen. Das tut mir leid. Aber ich habe die Haare schön, ich habe die Haare schön, ich hab die Haare schön. Ich habe gedacht, ich lese es sofort, wie es da steht. Okay. Okay, ein bekannter Kinderreim von Karl-Heinz. Es tanzt ein Taro Maro Mann in unserem Haus herum. Madinum. Maro Mann und auch Maro bezeichnet Let's Player. Sie sind von allem auf YouTube in der Nähe der seltsamen, zwergenartigen Schreckensgestalt Dalokat anzutreffen. Dalu ist 1,93 groß, also bei dem bin ich der Zwerg da. Nadix 3. Okay, Nadix ist immer noch weg und ihr Bruder übernimmt. Scarface Gamer. Den Text hat man noch. Teufelsritter, er hat einfach auf Tiere verloren. Er war dann gerade dabei mit Kämpfen. Jeden Tag eine gute Tat, aber liebe Kinder, sendet eure. Nee, lieber nicht dahin schicken. Nicht an die Adresse schicken. Und auch die guten verschicken. Die schlechten. Flo hat noch nichts geschrieben. Pest auch nicht. Mal schreibt doch mal was. Das ist doch faul. Der Tab ist zu faul, ja. Genau. Na, danke, Jasmine, wenn ich es nicht schon gelesen habe. Ha. Ich bin ein großer Fan von Dalu. Ich weiß zwar nicht, wer es ist, aber. Und wie das häufig so der Brauch wuchs mit dem Stolz, das Bäuchlein auch. Aber warum ein Sixpack, wenn man ein Fässchen haben kann? Zum Wohl. Polo 86C. Nein, nicht gewesen. Just Epic. Strauße haben keine Zähne, deshalb schlugen sie Steine, um ihre Nahrung im Magen zu erschlucken. Muss ein CK. Ja, rot anschreiben. Nee. Um ihre Nahrung im Magen zerreiben zu lassen. Handys heißen im Schweden Fick-Telefon. Okay. Wusste ich nicht. Prince of Brain. CD Ghost, man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass man so übertrieben schnell stirbt. Das stimme ich zu. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen zu spielen, edit doch einfach mal im PSN Like-Cookie. Ich würde auch gerne Black Ops 2 oder GTA 5. Sweet Angel. Den kennen wir schon. Ja, kennst du Animano? Bizza findet man immer noch im hohen Gras. Gurken Gustav hat immer noch keinen neuen. Oder hat er einen neuen Text? So Zucker, Tacherkind, Mozzolot. Ne, den kennen wir schon. Muhaha, immer von Robin Perry. Hilft geschrieben. Seine Burg steht da. Hat immerhin schon zwei Dungeons angefangen und fast eins abgeschlossen. Kennt Talion. Freaky, keine Charakterbeschreibung. Mann, Leute, macht mal was da rein. Noch hinter Magen, der 420. Alex schreibt, hey, immerhin, mehr als was anderes. Er ist offen für alles Neue. Blatt Veganzi. The Juggernaut. Für alle, die ein bisschen Latein lernen wollen, Rakas Mes Veskimini. Heißt so viel wie frisst meine Hosen. Wussten Sie schon, dass im Reden von Waldzwergen und Waldzwergen und Waldzwergen die Rede ist? Es zu Irritation beim Hörer führt, da es phonetisch nicht ganz leicht ist zu unterscheiden, ob es um Waldzwerge oder Waldzwerge handelt. Like Marondado. Es ist eindeutig eine Schleichwerbung und bei Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und erschießen sie an Arzt oder Apotheker. Knieball reicht auch. Du bist so ein Lacker. Super 14.5. Animano 3. Ich habe ehrlich gesagt nicht durchgeblickt, wer das jetzt sein soll. Ah, das war's dann auch schon. Wir können ja noch einen PvP-Kampf uns antun. PvP, da. So muss ich zugleich der Gegner raus. Guck mir das Satz an. 2000 zu 700, okay. Suchen wir uns einen mit 2000 zu 700. Oh, nee, nee. Die Seelenlosen, oh, nicht viel drin. Mindy. Mindy aus Mathe. Turok, schaffe ich dich. Ja, sollte ich. Okay, keine Chance. Boah, mal der Damage. Wow. Der macht gut Damage. Gut. Hatte ich nicht mit gerechnet, weil ich halt anscheinend nichts aus gegen Stärke. Moment, ihn schon wieder hin. Hat er mal über 10.000 Schaden. Na gut, ich habe auch einen sehr hohen Split. Das heißt, ich kann, wenn man den seinen Schaden treffen. Natürlich auch ungünstig.
So, natürlich nochmal die Ansage, falls ihr die Gilde wollt, die ist ja gerade voll. Aber falls ihr nochmal einen Textus werden wollt, ist das kein Problem. Dann würden wir uns auch natürlich darüber freuen, wenn ihr euch das Spiel mal kurz anschaut, weil wir natürlich auch was dafür bekommen für jede Anmeldung. Ist ja natürlich so. Also wieder, das würde uns sehr helfen. Und dann könnt ihr mir eine Post, eine Nachricht schreiben, was ihr noch auf Level 10 spielen, bevor ihr eine Post schreiben dürft. Und dann werde ich eure Nachricht auch vorlesen. Das Einzige, was ihr haben wollt. Es gibt leider einen Haufen Leute, die nichts mit dem YouTube-Kanal zu tun haben, sondern die Gilde wollen, hey, ihr habt eine hohe Gilde, ich will mit rein. Ja, bei uns gibt es auch einen Gilden-TS, das ist aber nur für die, die auch in der Gilde sind. Deswegen habe ich auch die IP nicht gezeigt, weil sonst freut mich Lev. Und der wird dann ganz böse. Und solche Leute wie den da, die will ich nicht sehen. Weil er fragt erstmal ganz schnell zu, hör, kann ich eine Gilde, ich will hier hohes Level und bla 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 bla. Hofft auf Rückmeldung, sag ich ihm ganz nett, tut mir leid, es ist eine YouTube-Gilde nur für Leute und dann kommt das zurück. Ne? So nicht. Ansonsten ist das kein Problem, wenn ihr nur mal eine Nachricht loswerden wollt, einfach mal kurz einschreiben. Können wir auch auf YouTube schreiben, dann lese ich sie trotzdem hier vor, muss ich nur hinterschreiben, dass ich hier vorlesen soll. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr heute wieder dabei wart und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Ich habe natürlich fast vergessen, ein kurzes Nachwort, natürlich nochmal vielen Dank an Green Lantern, Twixter und Coulter für das ganze Gold, das sie gespendet haben. Und für die ganzen Pilze. Und das war's. Bye bye.